Hallo meine Lieben, wir haben wieder was sehr Schönes zum Mieten. Und zwar haben wir hier auch einen Gartenbereich. Generator inklusive Eidechse. Ob der funktioniert, weiß ich nicht. Dann haben wir hier Parkplatz und Poolbereich. Es ist nicht eine Top-Mega-Anlage. Dafür aber ist es preiswert und die Lage ist sehr gut, denn da vorne ist gleich der Strand. Wir haben heute den 27. August, wollte ich schon sagen, nein, November. Und hier vorne wäre schon der Strand, also 4 Minuten zu Fuß. Hier ist der Pool, das ist das Haus. Wir haben hier eine wunderschöne 3-Zimmer-Wohnung. Preiswert und was heißt groß? Naja, schaut es euch an. Gleich sieht ihr es. So, wir haben auch einen Aufzug. Und die Wohnung ist in Kessel. Und ja, so, wir sind hier. Ja. Okay. So, es ist eine 3-Zimmer-Wohnung, nicht Erstbezug, und hier ist Platz für die Garderobe. Boah, ganz schön groß, ey. Ein schönes, großes Zimmer, schön hell. Obwohl wir jetzt 27. November haben, ist es hier drin schön warm, dadurch, dass die Sonne reinscheint. Das sind immer die Vor- und Nachteile. Hast du keine Sonnenseite, ist es im Sommer nicht so heiß, dafür ist es im Winter kühler. Also man hat ein bisschen mehr Blick, ein bisschen mehr Blick. Wunderschöne Aussicht mit den Palmen und so. Ob das mal zugebaut werden kann, ist eine andere Geschichte. Aber das hier nicht. Man hat immer hier etwas minimal mehr Blick. Ja, das ist der Balkon. Wasseranschluss für die Pflanzen und Strom für den Elektrogrill. Das war Balkon Nummer 1. So, Leute, wirklich sehr schön und der Preis ist super. Eine große Wohnung für nur 1300 türkische Lira. Hier ist Balkon Nummer 2. Da unten wäre der Pool. November, der aktiviert natürlich. Dann haben wir hier nochmal Wasseranschluss für die Pflanzen. Dann schauen wir uns mal die anderen Zimmer an. Ja, Satellit und Internet muss man sich halt selber anmelden. Wie immer kommt eine nagelneue Spülmaschine, nagelneue Waschmaschine, nagelneue Betten. In dem Fall kommen hier 2 nagelneue Betten. Hier haben wir einen Abstellraum für Staubsauger und so weiter, Bügelbrett. Hier haben wir noch ein Zimmer. Deckenbeleuchtung haben wir auch. Ja, 3 Zimmer. Hier haben wir Bad Nummer 1. Das ist Bad Nummer 1. Sehr schön. Mit einem Abzugbereich für die Luft. Ja, es ist halt nicht top, aber es ist im Vergleich zu deutschen Wohnungen, ja, es ist riesig und super. Das ist das Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad. Hier nagelneues Bett, noch in Folie. Doppelbett natürlich und Kleiderschrank nagelneu. Sehr schön, sehr schön. Deine Jobgesellschaft. Also wer jährlich zahlt, geht leider nur 50 Lira im Monat weniger. Also 1250 bei jährlicher Bezahlung und 1300 bei monatlicher Bezahlung. Tja, meine Lieben, überlegt euch bei Fragen, Mail an mich. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wunderschöne Wohnung, schaut euch das an. Nochmal hier, wirklich, das ist das Hauptzimmer. Das ist das Büro oder Kinderzimmer.
Balkon. Von dem Balkon hat man keinen Meerblick. Vom anderen schon ein bisschen. Super. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.